So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi hat diese Würste entdeckt. Gestreifte Lidl-Lieblinge. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das jetzt irgendwie eine Lidl-Marke? Oder hat sich Heinrich Stumpf seit 1930 nur gedacht, wir wollen cool sein, wir feiern 50 Jahre Lidl und machen jetzt Lidl-Würstchen, gestreifte, nämlich in Gelb und in Rot. 4 Stück Schmelzkäse, feurige Paprika. Ich denke mal so, das zweite wird sein, hier steht nämlich auch noch, Heinrich Stumpf gratuliert. Das ist dieser Bartmann hier unten, den man sieht. Das ist Heinrich Strauß, Strumpf. Cabanossi-Würstchen mit pikanten Paprikastreifen, heiß geräuchert. Und Cabanossi-Würstchen mit Schmelzkäse-Zubereitung, heiß geräuchert. Hier ist auch noch ein Schwein, 4 Stück. Die wollen wir jetzt mal testen. Und gleichzeitig habe ich noch das hier gefunden von Werder. Ihr kennt ja vielleicht Werder als Ketchup-Marke, was eigentlich richtig gutes Ketchup herstellt. Und neben ganz vielen Grillsoßen von Werder habe ich das gefunden. Werder Tomaten-Minze-Soße. Also ein minziges Tomaten-Ketchup. Das wollen wir probieren mit den gestreiften von Lidl. Dazu machen wir die mal auf. Hier steht auch dran, dass man die warm und kalt genießen kann. Es sind ja zum Glück 4 Würstchen. Von jedem also 2 rote, 2 weiße. Wir werden jetzt mal kalt probieren und gleichzeitig auch warm probieren. Aber ich muss den Ketchup auch aufmachen. Ich muss die Würstchen mir hier auf den Teller hauen. Und am Ende habe ich auch noch Maddox-Soße. Also falls mir das alles nichts ist, knallst du dir einen Maddox drauf und dann merkst du eh nichts mehr. Und sitzt wieder 3 Tage auf der Toilette. Weil ich die sowieso alleine esse wahrscheinlich, tue ich mal die Käsewurst, die gestreifte Käsewurst. So, für das Thumbnail müssen wir das ja mal zeigen. Die gestreifte Käsewurst tunke ich jetzt mal hier in diese Werder Ketchup-Flasche rein. Boah. Die Minznote von der Tomatensoße ist so präsent und passt überhaupt nicht dazu. Ich glaube, wir probieren auch mal einen so, ohne Soße dran. Das sieht schön käsig aus. Und es ist halt wirklich ein Streifen komplett um die ganze Wurst rum. Seht ihr hier nochmal. Die Wurst ist komplett gestreift. Schmeckt so ganz gut. Jetzt habe ich aber schon wieder den Geschmack der Soße vergessen. Deswegen greifen wir nochmal in die Soße rein. Aber die Soße ist so speziell, ich wüsste nicht, wozu man das jetzt testen soll mit Steaks oder irgendwas. So, den Würstchen finde ich es gar nicht passend. Machen wir mal die zweite Wurst, und zwar die rotgestreifte, in die rote Soße. Wie gesagt, das Ketchup ist eh kein anderer, nur ich. Da kann ich mitmachen, was ich will. Und wenn ich wie Henk Hank meine Pelunde da reinhalte, ist das auch so. Zu dem Roten schmeckt sogar, glaube ich, ein bisschen besser. Oder man hat sich mittlerweile an den Geschmack gewöhnt. Oder Rot passt einfach besser dazu. Guckt euch nochmal die Streifen an von der Roten. Das ist die rot gestreifte. Wir probieren es aber auch mal ohne Soße. Und jetzt natürlich nochmal Soße mit. Also bei der Käse fand ich den Unterschied schlimmer. Ich denke aber wirklich, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Es schmeckt halt wirklich wie Pfeffi. Wenn du jetzt hier
Denk einfach, du isst ein Wiener Würstchen und jemand kippt dir sein Glas Fevi über die Wurst und du beißt dann ab. Ist extrem gewöhnungsbedürftig, aber wenn man irgendwas isst und tut sich ein Fevi hinterherkippen, hat man das ja auch. So hat man es direkt präsent vermischt. Ist bestimmt nicht für jedermann. Wenn ihr das kennt oder ihr schon mal gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Werder Tomaten-Minze-Soße aus dem Rewe. Jetzt möchte ich die zwei aber noch warm machen und dann warm nochmal probieren und dann auch mit Maddox-Soße. So, ich bin zurück. Die Würstchen sind jetzt heiß. Da ist sogar der Käse rausgelaufen und hier drüben ist sogar was Rotes rausgelaufen. Hätte ich gar nicht für möglich gedacht, dass das halt einfach nur Creme ist. Paprikacreme. Ich dachte, das kommt von was anderem, aber da läuft Gelb raus, da läuft Rot raus. In der Mitte habe ich jetzt hier einen Pfropfen gemacht. Ein Häufchen von dem Werder. Und jetzt weiß ich gar nicht, möchte ich das Ganze nochmal probieren? Achso, im heißen Zustand müsste ich es ja eigentlich erstmal so testen. Ein Paprika heiß auf jeden Fall gut. Gucken wir mal nach dem Käse. Käse auch sehr gut, also gestreifte sind auf jeden Fall was Besonderes. Wenn ihr die nicht kennt, probiert die halt einfach mal aus. Auch das Design ist ja auch auffällig. Jetzt aber der große, super geniale, pass auf, jetzt muss ich die Maddox-Soße wieder schütteln. Gucken, dass ich mir einen Tropfen von der Maddox-Soße hier auf diese Wurst mache. So, ein Tropfen Maddox-Soße auf der Wurst mal abbeiß und dann aber den Werder-Ketchup hinterher, sonst fliegt mir die Mütze weg. Boah. Also ich glaube am Anfang, das mit dem Maddox, das war ja noch okay. Es hat da wieder so ein bisschen Pflaume-mäßig, pflaumenzimtig, weihnachtlich geschmeckt. Hat sofort eine Schärfe im Mund entfacht, was jetzt hier rumbrennt, auch weil die Wurst noch warm ist, breitet sich das noch besser aus. Dann aber in das Ketchup und das Minzige hinterher. Lasst es, probiert es gar nicht aus. Jetzt muss ich aber, wenn ich so angefangen habe, es bei dem anderen auch noch machen. Also Maddox passt zur Wurst. Das Minzige passt überhaupt nicht zu Maddox, aber vielleicht wie vorhin, je mehr du probierst, desto besser wird's. Da jetzt auch also Maddox drauf. Einmal so. Mmh, Maddox. Also die Würstchen haben den Test bestanden, würde ich auch nochmal kaufen. Das Werder, Tomaten, Minze, Ketchup oder Soße, was auch immer, würde ich aber glaube ich nicht nochmal kaufen. Ist auf Dauer auf jeden Fall nichts. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.